Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio wieder der Marc und ich bin der Sashi. Wir kennen uns ja mittlerweile. Hallo. Ja. Und am 10. September hat Geburtstag wer? Der Gustavo Kürten. Kennst du den? Tennisspieler. Ja. Ja, Tennisspieler. Brasilianischer genau. Tennisspieler. Ne? Ja, ja. Der hat Anfang der 2000er, ich habe auch ein Bild. Ja. Der hat Anfang der 2000er Jahre den ersten Platz der Weltrangliste belegt. Ja, ja, Gustavo Kürten. Genau. Damals habe ich mir gedacht, das ist der Sohn von Dieter Kürten, aber der ist ja Brasilianer. Also der Dieter Kürten ist Deutscher. Kennst du Dieter Kürten? Ja, es ist so ein Sportmoderator. Ne? Aktuelle Sportstudie gemacht, ja, jahrelang. Ja. Jahrzehntelang. Genau. Jahrzehntelang. Ja. Und Gustavo Kürten hat heute Geburtstag. Happy Birthday, happy Birthday. Ja, Gustavo, alles Gute. Auch wenn du uns nicht siehst. Ja. Am 10. September 1987 hat Karl-Heinz Köpke, hier sehen wir ihn, ja? Hey, Karl-Heinz Köpke hat seine Karriere als Tagesschausprecher beendet, nach 4 Millionen Jahren Tagesschausprecher. Ja, kennst du den noch als Tagesschausprecher? Also die hatten ja damals, also da war ja Tagesschau, das war ja irgendwie, die hatten ja richtig noch, die waren steif und ne, also die waren ja richtig unentspannt. Heute sind sie auch relativ unentspannt. Aber da noch mehr. Heute sind sie halt, außerhalb der Tagesschau sind sie halt entspannter. Heute sind sie in Talkshows und zeigen mal, wer sie sind. Wer aber hier Menschen, der Karl-Heinz Köpke, der war ja immer steif, na? Würde ich sagen. Also jedenfalls kam mir so vor. War das damals in der Tagesschau so, dass man den Scheinwerfer gesehen hat oder ist das einfach nur ein Bild vom Set? Das ist ein Bild vom Set. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, genau. Also so unprofessionell. Wer weiß. Genau. Ja, am 10. September war noch was? Weiß ich nicht. Doch, am 10. September war noch was. Am 10. September ist der internationale Aktionstag, der Weltsuizidpräventionstag 2003 von der WHO ins Leben gerufen. Also, das ist auch ein tolles Bild hier, Ende. Ende. Ja, ja. Also das heißt, man soll sich nicht töten. Man soll sich nicht töten? Suizidprävention. Was man jetzt vielleicht nicht so ganz so sieht, hier hinten sind so, das ist aus so einem Chat. Ach so. Es gibt solche Selbstmord-Chats. Pulsadern aufschneiden, genau. Also das ist sehr schön gesagt. Pulsadern aufschneiden. Das ist wirklich, also das Ende. Sind, das also, ist eine Krankheit, ne? Mit diesem Suizid. Das sind halt Menschen, die psychisch krank sind. Ja. Und das Schlimme ist halt, dass sie sich in so Foren auch zusammenschließen, um halt unter anderem total pervers Selbstmordtipps auszutauschen. Ja. Ja, das ist das auf jeden Fall behandelnswert, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Ja, und heute ist der Weltgedenk Präventions-Suizid-Tag. Ganz genau. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ganz genau. Ja. Aber jetzt ist es eine komische Überleitung, weil wir hatten auch einen Filmstart. Am 10. September ist der Film Reservoir Dogs in die Kinos gekommen. Kennst du? Den wollte ich immer mal gucken, weil er mir so empfohlen wurde. Hast du nie gesehen? Nee, der steht wirklich auf meiner To-Do. Der ist super. Gibt's den auf Netflix? Darf man Netflix sagen? Ja, ne? Du hast jetzt schon zweimal gesagt. Und wenn man es nicht dürfte, wäre es jetzt zweimal ein Fauxpas. Was Netflix sagen? Das dreimal. Ja. Was ist eigentlich euer bevorzugter Streamingdienst? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, damit Netflix, nicht nur über Amazon Netflix Prime, wird. Ganz genau. Keine Ahnung. Und wenn ihr Netflix habt oder Amazon Prime, dann schreibt doch mal, welche Serien ihr da empfehlen würdet. Du bist so ein bisschen wie oder die, Filme. Wie die kennst du die Kiewel? Heißt die Martina Kiewel oder sowas? Die Kiwi aus dem Fernsehgarten? Ja, der hat doch auch immer aus Versehen Weight Watchers gesagt. Ach so, ja. Und immer hat die Kasse geklingelt. Ja. Weight Watchers, kling. Also, und bei dir ist mit Netflix. Also liebe Leute kling. Von Netflix, meine Kontonummer kriegt ihr bei mir. Immer, ne? Wenn du Netflix sagst. Netflix, pling. 10 Cent mehr auf dem Konto, kling. Ja. Ja. Nee, komm, dann sage ich schnell noch Maxdome und dann sage ich schnell noch Kino.to. Nein, habe ich nicht gesagt. Was für ein Ding? Nee. Achso, das ist so ein ja, ja. Illegales Ding. Mm. Genau. Aber damit habe ich ja nichts am Hut. So, nicht. Reservoir Dogs ist auf jeden Fall heute gestartet und das 1992. Und das war, hat eine Goldene Palme in Cannes, glaube ich, sogar gewonnen. Ist ein riesen geiler Film. Ja. Also wow. Ich glaube, der erste bekannte Tarantino-Film, der rausgekommen ist. Und auf jeden Fall guckenswert. Guckenswert. Ja. Guckenswert ist auch unsere Sendung morgen. Heute haben wir den 10. September, morgen ist der 11. September. Morgen nicht mit dem Flugzeug fliegen. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Der kam wieder mal flach rein, ne? Macht's gut, tschüss.